Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück mit Raymond in der Rappelkiste zur nächsten Folge Stardew Valley. Ja, ich kann noch ehrlich, ganz ehrlich sagen, wie es ist. Mir ist heute eine Nachricht zugetragen worden. Mach doch mal das. Probier das mal aus. Und ich habe gedacht, ja, wieso probiere ich das eigentlich nicht mal aus? Und bin sogar jetzt extra früh vom Geschäft heimgekommen. Ist im Moment gerade machbar gewesen, bin ich früher heimgekommen und das will ich ausprobieren. Ich sage euch, Topstars und Topstarinnen vom Stardew Valley spielen jetzt noch nicht genau, was ich werde machen, aber ich werde etwas machen. Leben vom Land, hast du schon drei kleine braune Stiefel aus dem Boden sprießen sehen? Sie sind manchmal wirklich Stiele, nicht Stiefel, schwer zu erkennen, aber wenn du an dieser Stelle gräbst, kannst du immer etwas finden. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ja, das kennen wir schon. Zuerst machen wir aber allerdings den Kehr, sozusagen. Wie sich das gehört, oder? Wir den da super aufräumen und Lehm versorgen und so weiter. Dann gehen wir vielleicht noch schnell mit dem Gunter vorbei und so. Das lassen wir vielleicht noch schnell da. So. Schauen wir unsere Tiere schauen und so. Sind ihr auch schon so gespannt, was es könnte sein, was ich da vorhabe? Ihr seid sicher schon gespannt. Das Einzige, was mich dann ein bisschen angurken würde, ist, dass wir echt viel Geld ausgegeben haben für etwas, was wir wahrscheinlich nachher nicht mehr zwingend bräuchten. Das wäre der Gurke dieser ganzen Sache. Vielleicht hat die eine oder andere Top-Stardew Valley-Spielerin jetzt schon herausgefunden, um was es geht. Ja, ich schaue ja in die Richtung. Wasserfrau und Spab. In eure Richtung schaue ich. Ich könnte schon herausgefunden haben, was es echt könnte sein, was ich da im Kopf habe. Ja, schau mal die Tiere da. Ja. Ja, ihr seid herzig. Ja. Die habe ich auch nicht vergessen. Da. Ja, ja, ja. Habt ihr schon eine Idee, was ich könnte ausprobieren? Ich finde das immer schön, wenn mir Sachen zugetragen werden. So einfach so im Vorbeigehen schnell. Übrigens, hast du gewusst? Probier doch das. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Probiere ich. Wie sieht's aus? Ziggy. Oh, eine Ziegenmilch. Wir müssen aber, glaube ich, die grosse Ziegenmilch haben zum Abgeben. Genau. Jetzt schauen wir aber gerade, jetzt haben wir vielleicht mal den Vergleich, wenn wir da Ziegenmilch verkäsen und gerade unten dran normalen Käse. Und dann noch eine grosse Ziegenmilch. So. So, der Kehr läuft. Wir haben schon wieder 12'000 Gold, das ist schon mal nicht so schlecht. Und noch ein paar Sachen dabei. Hat Lea heute Geburtstag? Ich glaube, sie hat heute Geburtstag, oder? Das darf ich auch nicht vergessen, aber ich will unbedingt die eine Sache ausprobieren, oder? Wisst ihr? Die eine Sache. Ist ja klar. Apropos, habe ich eigentlich die Hartholzgeschichte verhängt? Nein, die haben wir abgegeben. 30 Kupfererz, ja, sorry, das wird eher schwierig. Dann Pilzens abgeben. Dann müssen wir noch etwas verkaufen. Zeige, 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 zeige. Mal schnell schauen, ob die Lea heute Geburtstag hat. Nein, morgen. Und dann nehmen wir da noch etwas mit. Oh, was hat er mit dem vor, hä? Was läuft denn jetzt? Ganz komisch. Was macht er mit dem? Ja, mit dem haben wir etwas vor. Mit dem haben wir etwas vor. Das Holz wieder abliefern. Der Vieh. Wie machen wir jetzt, dass ich das nicht vergesse? Ich muss einfach morgen mal schauen. Ich glaube, sie hat gerne Vieh. So, dann können wir da führen. Haben wir da noch etwas? Zack.
Zack. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Zack. Dann hat es da oben noch Wurmis und Pam kommt gerade zu laufen. Sehr gut. Dann fahren wir hier in die Stadt. Ding. Haben wir hier Geode, die wir aufbrechen lassen können? Zuerst die normale. Sehr schön. Dann die. Und dann die. Okay. Immerhin. Ein bisschen etwas. Dann können wir am Gunther noch etwas abgeben. Neue Belohnung. Okay, die nehmen wir auch noch mit. Hoffentlich nicht wieder Faultier-Skelett-Dekoration. Ja, das ist ja wirklich super. Die tun wir gerade hier her. Ja. Da haben wir nichts drin. So, jetzt tun wir nochmal schnell die Heime abliefern. Pam. So, dann da rein. Die zwei Sachen. Golderz. So. So, dann, was wir auch nicht brauchen, ist das da. Das nehmen wir mit. Den Rest nehmen wir mal mit. Was haben wir da? Plus Fische. Können wir nochmal ein Überlebenselixier machen? Ich glaube, so eine, oder? So. Das wird direkt durch so. Und jetzt, meine Lieben, wenn ihr es nicht schon herausgefunden habt, vielleicht kennt ihr das auch noch gar nicht, ich kann mir aber nicht vorstellen, ich meine, ihr seid ja echte Pros. Hast du Schweine auf deinem Hof? Nein, aber ich würde gerne in die Wüste fahren mit dir. Pam. Ich hab's gedacht, jetzt besoffen, oder? So. Bin ich da schon mal so schlau gewesen, da Kiste hergestellt. Ha. Das wäre fast ein bisschen intelligent von mir. Wann habe ich denn das gemacht? Das wäre ja... So, nehmen wir da gerade die Sachen auf. Die tun uns vielleicht auch die 500 Gold, die wir das gebraucht haben, wieder... noch die jüngste von denen. Zack. Goldenes Relikt. Gunther, kann die mehr darüber erzählen? Coole Sache. Geheime Notiz. Alex, Diät für sein Krafttraining. Volles Frühstück, Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich diese Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Ah, okay. Gut zu wissen, dann gehen wir mal da rein. Hat sie noch Rübe? Sternenfruchtsaat, he? Sommer, geht aber noch ein bisschen. Rüben. T-Shirt. Kaktus aufkleben und dann. Hallo Herzchen, ich bin so froh, dass der Bus wieder fährt. Hier draußen wurde es ziemlich einsam. Ich bin fast pleite gegangen. Hey, aber jetzt bist du hier, meine ganze Menge Salz kaufen, richtig? Ja, der ganz. Ich habe nämlich etwas anderes da bei dir vor. Das goldene Relikt tun wir auch mal da rein. Jetzt ist mir gesagt worden, nimm die Scherben. Und lauf da in die Mitte und dann geht etwas ab. Genau das geht nämlich ab. Und dann sollte ich so ein brutales Buttermesser bekommen. Also wirklich ein Galaxieschwert.
Die prismatischen Scherben wurmen sich vor deinen Augen. Diese Kraft ist überwältigend. Du hast das Galaxieschwert gefunden. Wow, Galaxieschwert. 60 bis 80 Schaden plus 4 Geschwindigkeit. Yes, baby. Genau das habe ich will. Was jetzt ultra blöd ist natürlich, dass wir für das Lava-Katana 25'000 Gold ausgeben haben. Dabei hätten wir nur überlaufen mit der plasmatischen Scheibe. Danke vielmals für den Tipp. Und da kann man nur so traden. Magischer Turban. Für 3x Heu. Also weißt du irgendwie, hä? Mega-Bombe. Ja, das ist eigentlich voll geil. Ne? Jetzt haben wir das als monströses Schwert bekommen. Kann man eigentlich... Das habe ich wahrscheinlich schon mal probiert, oder? Oh nein, habe ich noch nicht probiert. Können wir da noch ein Holz abbauen? Gut, aber ich meine, wenn wir gerade schon da sind, probieren wir doch noch ein Iridium-Bohren zu holen, oder? Also Bohren. Was lassen wir auch da? Können wir auch den Kaktus abhauen? Nein. So, jetzt. Meine Lieben. Dam, dam, dam. Wir werden wieder runtergehen, das ist mir klar, aber... Hast du gesehen? Das Schwert haut voll rein. Yeah! Schade, dass wir das nicht ein bisschen vorher gewusst haben. Jetzt habe ich halt doch... doch ein bisschen Geld ausgegeben für... für etwas, was ich nicht zwingend hätte müssen. Aber das ist jetzt halt so. Was genau ist... wieso genau hat es die einfach nicht? Nein, nein, nein! So! Die hat es einfach nicht da, hä? Muss ich die irgendwie zuerst blocken? Interessiert es auch nicht, hä? Okay. Okay. Weiß noch nicht, wenn ich die könnte dran kriegen. Da kann ich wieder richtig schnell reinschwarten. Das ist viel eher meine Welt. Das ist ja super. Wie kriege ich die da zu Boden? Ich kriege irgendwie nicht zu Boden. Ja, nur. Okay, jetzt kann ich dann wieder die Viecher da. Mit dem Schläger, glaube ich. Wie viel man macht sich da? Ah, das sind Kisten. Okay, da sehen die so aus. Auf! Ich mache immer noch so einen kurzen Abflanker vorher. Boah, mega viel auf einmal. So, vorher haben wir noch irgendetwas. Hasenpfote, geil, können wir abgeben. Das gibt 100 Energie, 45 Gesundheit. 100 Energie können wir schon sozusagen brauchen, 45 Gesundheit. Gönnen wir uns. Wenn wir schon mal da sind. Und dann tun wir das Überlebenselixier da auf. Yes, wie kriegt man auch die Flügedinger dort zu Boden? Ja, mit dem Schwert. Ich meine, die verkrüchen sich schon fast vor Angst. Schau mal, der traut sich gar nicht rein da. Das mit dem Iridium ist noch so eine Sache.
Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, wie Iridium-Barren aussehen. Bombe? Und etwas hat noch ausgesehen, wie so ein Schlüssel. Das hat aber nur so ausgesehen. Haben wir die echt absichtlich? So. 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 Und da haben wir Gin-Jewel. Plus 6 Immunität, plus 1 Verteidigung. Ich glaube, die brauchen wir da noch nicht zwingend. Die Bombe. Lässt eine Explosion los. Das war ja auch ein bisschen zu erwarten gewesen, darum heisst es ja Bombe. Das ist immer am besten, wenn man sie so in die Ecke drängen könnte. Bombe. Komm, die. Was ist das? Sieht so aus wie ein Loch. Gehen wir einfach tiefer runter. Oh, nur Stein. Schade. Okay. Aber wir haben mal wieder eine Bombe benutzt, wegen Action und so. Ein Schacht führt nach unten. Hineinspringen. Du bist 7 Ebenen hinuntergefallen. Boah. Macht das noch Damage? Nein. Oder schon? Hört auf. Die sind irgendwie lästig. Da unten hat es wieder einen, der sozusagen gefangen ist. Das trifft sich gut. Dann haben wir den Gatter. Das trifft sich immer relativ gut, wenn die Jäger so eingesperrt sind, sozusagen. Ein bisschen Zeit im Auge behalten, weil wir müssen dann auch noch zurückfahren. Ist das da Iridium? Nein, das ist Aquamarin. Haben wir auch schon abgegeben. Oh, wir haben wieder eine Bombe bekommen. Nicht mal das gibt einen Damage, krass. Okay, die sind in dem Fall echt harter Harry, hä? So, nochmal eins runter. Und Ghost. 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 Komm. Oh. Lass Omni-Geode keinen, cool. Sound ist auch noch easy. Du. Jetzt sind wir eigentlich auf Stufe 10. Da ist scheinbar nicht so. Nicht so. Umliegen, oder? So Lift. Wie viel gibt es eigentlich? 200 Energie, 90 Gesundheit. 90 Gesundheit, 200 Energie, ja, okay. Da haben wir noch. Aha, ein Loch. Und hineinspringen. Du bist 15 Ebenen hinuntergefallen. Autsch. Wow, okay, das gibt aber recht Damage. Sehe ich jetzt gerade. Was 67 Gesundheit. Und das gibt 90 Gesundheit. Da wären wir wieder bei 110. Mal schauen, wie weit wir da noch runterfallen. Okay, probieren wir mal noch ein Eisenerz. Der hat mich doch jetzt nicht erwischt. So. Was haben wir da Schönes? Wieder so ein Ding. Eisen. Hoffentlich lasse da nicht Iridium die ganze Zeit liegen. Können wir irgendwie nicht entschlüsseln.
Also das Loch ist super, zum weit runterkommen, aber ich würde gerne mal... Oh, was bist du für einen? Ich hätte aber gerne mal irgendwie so ein... So ein Lift oder so, wo man nachher... Wieder... Ah, die stehen wieder auf, hä? Habe ich denn jetzt schon... Feuerquarz irgendwie... Quarz... Ah doch, zwei Iridium haben wir jetzt zusammen gefunden, immerhin, aber... Ich meine, wir sind auf Stufe 26 unten. Aber ich bin mehr erhofft, aber vielleicht weiss ich auch einfach nicht, wie die aussehen. Ah, da vielleicht? Nein, ja, da. So, lass ich es mal runter da. Ich hätte noch so ein Totem mitnehmen. Also, wie es heimführt. So ein Heimführt-Totem. Din, 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 din. So, und immer weiter, immer weiter. 22, 30 auch schon wieder. Von diesen Eisenerz hat es doch eine ganz schöne Menge umeinander. So. So. Dem, 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 dem. Hat es da unten noch ein paar Sachen, habe ich gesehen. Jetzt gar keine Gegner, ja? Auch mit Hüst. Also Eisen haben wir jetzt noch recht viel. Die Gin-Schüler, die sehen komisch aus. Gibt's da gar keinen Lift? Wisst ihr das? Google Stardew Wiki. Wie heißt denn das? Höhle. Skull heißt die auf Englisch. Oder wie heißt dann auf. Knochen. Wie heißt denn die? Mine, machen wir noch Mine. Mine. Das Knochenschwert, Jadering, goldene Sense, Schädelschlüssel. Das darf eben 120 in der Schädelhöhle. Okay. Es gibt unendlich viele Ebenen in der Schädelhöhle, genau wie in den Minen kommt der Spieler durch das Erreichen einer Leiter. Manchmal kann der Spieler auch Löcher finden, 3 bis 15 Ebenen, aber das Benutzen lässt den Spieler Fallschaden. Okay. Anders als in der Mine gibt es keinen Aufzug. Wenn der Spieler stirbt oder die Höhle verlässt, fängt er wieder auf Ebene 1 an. Okay, gibt eine Art keine. Gibt kein Aufzug. Das wollte ich nur schnell sicherstellen. Nicht, dass wir da irgendwie dann immer so knapp am Aufzug irgendwie vorbeihosnet. Da müssen wir schon noch schnell. Es ist 23.50 Uhr, okay. Es wird zu spät. Das können wir uns noch. Mist. Dummes Viech. Hat
hat es sicher noch irgendetwas dabei, wo wir können brauchen, aber scheinbar nicht. So, dich nehmen wir auch noch. Ah, der hat 3 Iridium-Erz gehabt. Mine verlassen. Und jetzt müssen wir aber die hinteren Füllen nehmen, weil sonst wird es keinen an. Wir kommen das nächste Mal wieder das andere geholt. Zurück ins Sterntal, yes. Fahrt zum schnell heim. Schon 25 Minuten voll. Upsla. Aber hey, wir haben ein brutales Schwert bekommen. Und schnell. Und wir haben überlebt in der Höhle. He? Das muss man schon auch noch festhalten. Da habe ich noch etwas gesehen. Auf mit. Krabbenkuchen haben wir auch noch. Plus 1 Geschwindigkeit. Oh, geil. So, den Rest schauen wir dann. Jetzt drinnen noch schnell an. Krabbenkuchen haben wir. 4 Omnigeoden haben wir. Hasenpfote, die können wir abgeben. Einen roten Pilz haben wir noch. So, das tun wir wieder oben. Gingerli. Eine seltsame Energie durchdringt den Stoff. Krabbenkuchen. Können wir das eigentlich auch? Krabbenbrocken mal zu einer Frikadelle geformt und dann goldbraun gebraten werden. Ist noch saftig, hä? Plus 1 Geschwindigkeit ist sicher auch geil. Für wie lange wäre noch cool. Also die können wir eigentlich in der Höhle unheimlich gut brauchen. Das tun wir nachher noch schnell weg. Respektive, das machen wir gerade jetzt noch schnell. Die Weissalge auf die Schüli. Da rein und dann ab in die Haie. Ja. Puh. Wow. Ich habe das schnell. Es hat mich so wundern genommen, was passiert, wenn ich dort mit dieser prismatischen Scheibe herlaufe. Und es hat schon geheißen, ja, die 25.000 hättest du vielleicht gescheiter gespart. Ja, dumm gelaufen. Aber hey, nichtsdestotrotz haben wir jetzt cooles Messer, cooles Erlebnis, vor allem das plus 4 Geschwindigkeit, das ist für mich so Gold wert. Ja, wir sind in der Höhle doch ein bisschen, wenn man sich ein bisschen konzentriert und auch damit darauf einstellt, dass man nicht weggefitzt wird, haben wir jetzt doch etwas können machen. Hey, sehr geil, was haben wir denn da noch? Hofarbeit, Stufe 10, wähle einen Beruf, Handwerker. Handwerkswaren, Wein, Käse, Öl etc. sind 40% mehr wert. Oder alle Pflanzen wachsen 10% schneller. Gut, 10%, 4 Tage, dann ist es 3,6 Tage, das wird aufgenommen, das ist immer noch 4. 8 Tage wird es wahrscheinlich 1 Tag dann. Also wenn ich jetzt das so denke, dann wäre das viel mehr wert, nicht? Weil man probiert ja möglichst viel Wein, Käse, Öl und so zu machen, von dem her nehmen wir das. Cool. 1894 Gold, immerhin, wir haben uns ja jetzt nicht allzu viel darum kümmern, möglichst schnell zu Gold zu kommen, von dem her passt das uns genauso in den Kram. Hey, ja, und das wäre die Folge Stardew Valley auf dem David Hasselhoff. Wir haben jetzt das Galaxieschwert. Boah, voll krass, nicht? Schon ein bisschen geil. Ich habe schon ein bisschen Freude. Hey, danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao.